An den Namen müssen wir uns noch ein wenig gewöhnen, aber das von Chefdesigner Gary McGovern kreierte SUV füllt den weißen Fleck zwischen Evoque und Range Rover Sport. Das ist der Range Rover Velar. Reduziertes Design mit superschmalen Fugen, versenkten Türgriffen und bündig abschließenden Scheiben. Sichtbar hochwertig, trotzdem ganz ohne Allüren. Technisch baut der Velar auf der DNA auf, die bei Jaguar unter anderem der F-Pace nutzt. Sie steht für Onroad-Kompetenz, Fahrdynamik, Effizienz. Schließlich will der Velar mindestens so hurtig um die Ecken flitzen wie sein Jaguar-Bruder und gleichzeitig mehr Komfort bieten. Wobei vor allem die Luftfederung helfen soll. Der Velar ist etwas kürzer als der Range Rover Sport und deutlich länger als der Evoque. Der großzügige Radstand von 2,87 Meter und der seitlich eingezogene hintere Überhang schaffen Platz für zwei Sitzreihen und einen 673 Liter großen Kofferraum. Trotz der coupéhaften Dachlinie bleibt auch hinten genug Raum für höhere Häupter und breitere Schultern. Das optionale Laser-Matrix-Licht LED ist Serie soll mit seinen 500 Meter langen Scheinwerferkegeln jede Form von Nachtblindheit kurieren können. Auch die imposanten 22 Zoll Alus kosten natürlich Aufpreis, machen aber einen schlanken Fuß und sorgen selbst auf unebenem Geläuf für ein Plus an Traktion und Seitenhalt. In allen Versionen mit an Bord sind Allradantrieb, Hinterachssperre und 8-Stufen-Automatik. Die neu eingeführte Fahrdynamikregelung kennt drei unterschiedliche Modi für Motor, Getriebe, Lenkung und Fahrwerk, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Die Kunst des Weglassens beschert uns ein reduziertes Cockpit, das von dunkel glänzenden Displays beherrscht wird, die erst bei Annäherung zum Leben erwachen. Die wichtigsten Informationen werden vom Touch Pro Duo System auf zwei übereinanderliegenden 10 Zoll Bildschirmen gebündelt und zusätzlich ins Sichtfeld des Fahrers eingespiegelt. An das bisherige Bedienkonzept erinnern nur mehr die Drehregler für Heizung, Lüftung und der runde versenkbare Getriebe-Wählknubbel. Einige Tasten und Knöpfe, die bisher das Armaturenbrett bevölkern durften, sind in das mit zwei Touchpads bestückte Multifunktionslenkrad abgewandert. Der Velar kann selbstständig die Spur halten, dem Vordermann mit Respektabstand folgen, den Hintermann im Auge behalten, Tempolimits beachten und automatisch einparken. Mit Bergabfahrhilfe, Anfahrtunterstützung an Steigungen und diversen Geländemodi dürfte der neue ab 56.200 Euro teure Range fast überall durchkommen. Zunächst mal gibt es drei Diesel mit 180 und 240 PS als Vierzylinder und 300 PS als V6. Außerdem drei Benziner, zwei Vierzylinder mit 250 bzw. 300 PS. Der stärkste Benziner, ein V6 mit 380 PS, treibt den Velar in nur 5,7 Sekunden auf 100. Und sogar weiter bis auf 250 km/h Spitze. Abgeregelt, versteht sich. Vorerst ist kein Plug-in-Hybrid geplant. Dafür gilt der Mild-Hybrid mit 48 Volt Bordnetz als gesetzt. Die Velar-Palette umfasst mit Air Dynamic, S, SE und HSE vier verschiedene Ausstattungslinien. Teuerstes Modell ist die nur als Sechszylinder erhältlich fürstlich ausgestattete First Edition. Für stolze Achtung 108.750 Euro.